Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Web Erling, ich bin der Shorty von der Test Area. Ich möchte mir ein Kalbsteuer mieten. Ich muss noch eine kleine Kalbwiese. Gras. Dingensbummens. Streuen. Kalten 28 mit Streuter. Den miete ich mir. Genau. So. Nur meine kleine Wiese kalten. Klein, aber fein. So. Kalk steht hier noch irgendwie rum. Von Tums Huse letzte Mal. Mach mal schneller. Voll. Fünf, vier, den auch noch. Ich denke, die Menge reicht. Ich bin schon am Striegeln. Auch nicht. So, das ist Saatgut, das ist Mineraldünger. Der Bottich da ist Herbizid. Abgeschlossen. 42% Rabatt. Ja, 16% für Pferd 62 transportiert. Das geht jetzt ruckizuppi, ne? Ah ja, ich sollte zur Vorsicht sagen, Feld 53 Einkaufssilo, Mineraldünger nicht so lange. Geil. Jetzt aber 53 Kalkstreuer. 18 Meter. Nix Einkaufssilo. Fahr. Die 8000 Liter, die da drin sind, die sollten locker reichen. Du bist am Striegeln, wie ein Weltmeister. Du hast leer. Dann fährst du jetzt zu Feld 37. Das ist ja quasi nebenan. Und das bringst du zum Allesverkaufssilo. Feld 37 nimmst du den Kurs Schwan. Und dann Action. So, der Fermenter läuft auf Hochtouren. Müssen jetzt nur noch das Heu absammeln. Unser Feld. Ja, das wird gestriegelt. Und dann gleich gekalkt. Und dann müssen wir da noch einmal mit der Spritze drüber. Für dieses Alibi spritzen, was sagt denn der Wert? 92, ne? Wenn der mit Striegeln fertig ist, ist der Wert auch wieder im Boden. Also eine Lektion ist immer eine Wiese selber ansehen. Dann ist auch der Bodenbearbeitungswert tippitoppi. So, die kraschen wir natürlich auch dann hoch. Mit der nächsten Ernte von den Zuckerrübens. Ja, du fängst an der 37 jetzt an, das ist prima. Du machst hier weiter auf der 62. Das finde ich natürlich auch prima. Und du fängst gleich an zu kalken. Ja, dann gucke ich jetzt dem Striegel noch ein bisschen zu, bis der fetch ist und dann schauen wir weiter. Wir haben fertig gestriegelt.
Dann schicken wir den jetzt wieder nach Hause. Mit dem holen wir uns dann die Spritze. Die müssen wir auch wieder mieten, ne? Wir haben 9:15 155.000. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, was da an Wert aufs Konto ging. Wir können ja bei den Vermenter mal reingucken. Nee, das ist leer. Das ist jetzt leer. Zuckerrübenschnitzel ist leer gelaufen, aber wir haben Zucker auf Vorrat ohne Ende, falls wir Geld brauchen. Gras für die Silage. Flüssigdünger. Da sind schon mal 18.000 Liter. Jetzt schon. Und er verarbeitet jetzt den Rest. Wird er direkt verkauft. Butter. Schokolade. Zucker im Schnitzel ist erstmal leer. Das heißt 48.000 Zucker. Wir kriegen hier jetzt schon 68.000 Flüssigdünger. Das ist aber noch nicht durch. Und 307.000 Wasser. Aber das Wasser, da gehen wir nicht dran. Das ist Schummelei, ne? Ja. Was wird, wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe, sind wir schon wieder bei 71.000. Das geht schon. Das kommt schon, das passt schon, das wird schon, das gibt schon. Striegel wegparken. Ich stelle den mal nach ganz hinten. Lascht Gelenti. So. Runter. Abkoppeln. Danke sehr. Und dann fahren wir denn jetzt zum Fahrzeughändler und allein uns dann Le Spritze. Feldsparaitze. Das mit dem Heu, das geht ja hier voran, nicht? Ziehen 30 ist abgeschlossen. Da warten noch 9.000 Öcken auf uns. 78% bei Feld 62. Auf jeden Fall warten da 20.000 Öcken auf uns plus den Überschuss. Den Überschuss holen wir uns natürlich auch. Ah, da liegt noch. Doch, das. Das wird noch in der Kasse klingeln. Ah, und Kalk ist gleich fertig. Dann können wir den Kalkstreuer wieder wegbringen. Und dann kann der. Dann müssen wir den wieder leer machen. Dann sind wir unserer Spritze auch nicht im Weg. Jetzt habe ich's. So. So. Und wenn wir der Spritze nicht im Weg sind, ist das natürlich sehr schön. Muss natürlich wieder die Spezialspritze von John Deere sein. 22 km/h mit Sprayer-System. Mieten. Boom. Wieder 4000. Eieieiei. Ja, natürlich kriegen wir die Kohle immer raus. Aber trotzdem, ne? Aber wie willst du es machen? Du kannst für den Kaufpreis mancher Geräte die Geräte so oft mieten, dass du richtig Geld sparst. Wenn du sie für dieses Projekt nicht kaufst, weil du sie einfach nicht oft genug brauchst,
Gehen wir mal davon aus, du willst den großen Zuckerrübenroder mieten. Der kostet mit Schneidwerk in der Miete zusammen, übertreiben wir mal, 30.000 Euro. Im ganzen Projekt musst du viermal Zuckerrüben roden. Das sind dann 120.000 Euro Mietkosten. Wenn du dir den jetzt aber kaufst, sind das über 400.000 Euro. Und du benutzt den einfach nicht oft genug, damit sich das rechnet, verstehst? Das ist so mein Hintergedanke. Aber, naja, du kannst es wirtschaftlich machen und sagst dir, dann mietest du dir den lieber dreimal. Dann sparst du dir das Geld zum Kaufen. Du kannst aber auch so sein wie ich und sagen, boah, nee, den will ich haben. Was meins ist, ist meins. Basta. Le Kalkstreu R. Den machen wir jetzt leer. Schwupp. Abkoppeln. Lalala. Und dann schicken wir das kleine schnuckelige Stückchen, das schicken wir hier nach Hause. Den brauchen wir nicht mehr. Dann werden wir den gemieteten Düngerstreuer zurückgeben. So, dann räumen wir hier ein bisschen auf. Ich hatte heute Nacht wieder ein Superman-Heft unter dem Kopfkissen. Deshalb bin ich kräftig genug. Wie weit sind wir eigentlich schon wieder von der Zeit? Ach ja, sehe schon. Ich sehe schon, schon wieder bei 12 Minuten Videomaterial. 12 Minuten, schlimm. So, Dalle. Dann wollen wir mal gucken, wenn der jetzt hier abkippt. Dann ist bei Feld 53 angekommen. Fürs Alibi Spritzen. Ist fährt tanken. Ja, fahr du tanken. Bibu, Bibu, warum fahrt ihr jetzt hier durch? Warum ausgerechnet jetzt hier bei mir? Also manchmal. So, das sind jetzt 7.100 Euro gewesen plus 388 Umweltbewertungsbonus. Und das war noch nicht alles. Also die Mietkosten für den Ladewagen sind jetzt auf jeden Fall schon mal drin. Der Lümmel ist das. Er sollte jetzt eigentlich abliefern fahren, aber er hat gesagt, nö. Ich fahre jetzt erst tanken. Schlingel. Aber naja, ist sein gutes Recht. Ja, hier wird Alibi gespritzt. Wir gucken mal in die Werte. Das müsste eigentlich schon gereicht haben. Ja, wir sind wieder da bei 92. So, Kurs raus. Schicke ich dich zum Fahrzeughändler. So. Damit ist unser Grasfeld ready. Alle Probleme sind gelöst. Der fährt immer noch tanken. Der fährt zu 62 sammeln. Ja. Mini Maxi hier. Den stellen wir einfach weg. Jetzt kommt der nächste Krankenwagen. Aber der fährt wahrscheinlich nicht bei mir durch die Straße. Ich bin da guter Hoffnung. Ah, ich habe mich geirrt. Und hier ist 30, ne? Die donnern hier durch wie doof. Naja. Wo kein Kläger, da kein Richter. Dabei heißt es gerade für Krankenwagen, nichts riskieren. Ankommen ist wichtiger, als wenn man unterwegs verunfallt und nicht ankommt. Ne? So, dann bin ich mal gespannt, wie er denn die Fahrstrecke den Weg löst.
bin ja immer happy, wenn die Tankstellen funktionieren, ne? I'm so happy. La 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 la. Das, was jetzt kommt, ist kein Krankenwagen. Das klingt mehr nach Polizei. Ja, Kreisverkehr ist gut. Hat er am Kreisverkehr prima gewendet. Ja, selbe Taktik. Entleeren. Abkoppeln. Jetzt sind wir aber durch. Du kannst nach Hause fahren. Du kannst nach Hause. Ich sollte Hof als Zielpunkt angeben, ehrlich. Also als Parkplatz, ne? Ist dann viel einfacher für mich. Draufklicken und gut. So. Herbizid. P. Mietet. Feldspritze. Give it. Sehr schön. €7.182, €7.400, €7.500 pro Lieferung Heu. Das ist schon okay. Kommt die nächste Ladung. Da mache ich das genauso, ne? Hof als Parkplatz. Easy peasy. Wo der sich lang schleicht. Gibt's da keinen anderen Weg? Naja, ist ja egal. Wollen wir mal nicht kleinlich werden. Das ist jetzt der Rest vom Feld 37. Das ist ja unser Gespann. Ja, ich schicke den mal zu 62 gucken. Für alle Fälle, ob wir unterstützen müssen. Ich weiß nicht, was da noch rumliegt. Der ist jetzt, fängt der an. Ja, doch. Der wird noch voll werden und noch mal los müssen. Da werden wir mit unserem Ladewagen noch unterstützen müssen, glaube ich. Wie ich gesagt habe, schon ist er voll. So. Na ist der Wegpunkt. 62 Schwader. 14 Meter. Aha. Dann gucken wir mal, da ist der Anfang. Wie weit wir kommen. Ob wir den auch voll kriegen. Na, das sieht doch gut aus. 96, 97. 98, 99. Aber exakt, oder? So. Alles verkauft. Und dann können wir tatsächlich alles abgeben. Den gemieteten Ladewagen
und die Missionen. Yippie-yay-yay. So, dann ist das mit dem Ballenpressen ausgehebelt. 7180, das ist immer die gleiche gute Sache. Immer die gleiche gute Geld. So, bleibt mal hier stehen. Und der ist auf dem Weg. Yes! Endspurt. Wenn wir das abgekippt haben, ist der Juni erledigt. Jedenfalls für mich. Wir können die Mission alle abgeben. Den Trecker wegparken und den Anhänger. Ja, guck mal. Jetzt. Abschließen. Abschließen. Das sind noch mal 19 und 9. Sind wir bei 220.000. Den gemieteten Ladewagen geben wir auch zurück. In unserem gemieteten Ladewagen schicken wir Richtung Hof. Und dann sagen wir dem auch hier, der Hof ist ein Parkplatz. So, one click. Ja, das war's dann für heute. Wir haben 220.000 Euro. Wir sind mit 150.000 ungefähr den Tag gestartet. 70.000 so jetzt Gewinn gemacht. Aber da kommt ja noch mehr. Unsere Produktionen laufen ja noch. Ne? In 20 Minuten gibt es dann noch Kohle von der Flüssigdünger. Ach, sind wir schon wieder weit über die Zeit. Ah, guck mal. 171.000 Euro für den Flüssigdünger. Na gut, das machen wir beim nächsten Mal. Gucken wir uns das an. Dann spulen wir in den Juli. Und dann sehen wir weiter. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Discord Community Server befindet sich in der Videobeschreibung unter mehr Ansehen. Ich war, bin und bleib der Schotti von der Testerware und ich bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, immer noch, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.